Was lacht's klikke Knututteret? Met Asterix und Obelix bei den Römern. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ein paar wackere Männer haben das Zeichen gesetzt. Die Römer sind geschlagen und zerfetzt. Und heute ist Fusion mit Sorsi abblitzt. Schrenzer Gatnau, ihren edlen Clownfraps, sind an der Fasnacht unterwegs. Sie haben 25 Jahre und ins Mocciaballo. Sind sie nicht mit den Gitarren unterwegs? Heute haben sie sich auf einen Zahnarztstuhl gesetzt. Gitarrengruppe Lautere, zeigt das Malheur auf. Zahnarztpraxis am Napf. Wir haben festgestellt, dass während der Fasnacht Zahnpflege besser könnte sein. Darum tun sie euch verteilen Zahnbürsten, Zahnpasta. Und sie kommen ein bisschen zu euch und machen ein bisschen Stimmung, damit etwas läuft.
Es geht weiter mit dem Lautertal. Es kommen die Flurfräger von Lautern. Unter dem Tambourmajor Toni Parma. Sie haben das Motto Kraki. Rockende Krokodile. Die Kraktops begleiten die Flurfräger dieses Jahr durch die Fasnacht durch. Grün für Krokodil, schwarz und dunkel für den Rock. Schleipgrinde von Lautern mit ihrem berüchtigten Kaffeewagen und den noch berüchtigteren Enzilochmannen. Werte Umzugsbesucher, wir machen Sie noch darauf aufmerksam, machen, dass die Theatergesellschaft am Ende des Umzugs auf dem Schulhausplatz verschiedene Theateraufführungen wird vorbringen aus den letzten Jahren. Unter anderem mit dem Tellenbacheri, mit den Schinken oder mit Fisch zu viert. Gehen Sie also noch nicht gerade heim und gehen Sie das Theaterspektakel die auch noch anhören und anschauen. Mit dem Hofstädter Patrick voraus. Im Karneval Flonezia. Traditionell elegant an der venezianischen Karneval angelehnt. Das traditionelles venezianische Strassenkleid. Thank you.
nehme den Schluck noch. Noch eins. Darf ich noch eins darum bitten? Danke vielmals. Aus Damersellen kommen die Fasnachtschaoten. Was sind das doch für Patrioten? Flower Power würde ich mir sagen. Hier stehen wirklich nicht im Regen. Fasnachtschaoten, Damersellen mit Flower Power. Schlimm vor Eide, unter der Führung von Patrick Bielmer. Sie stellen ein Monster aus dem Moor dar, wo uns heute allen Angst und Schrecken soll einjagen. Aber ich glaube, sie haben den Wettergott so verscheucht, dass er heute Altishofen hat verschont vor Regen. Vielmal. Wie soll ich das süßen, an der Weihnacht muss es prächtig leuchten. In der Hürntis tut das viel bedeuten. 50 neue Lampen insgesamt. Haben die Dummies bestellt, das ist frappant. 40 davon stehen die Dammerselle. Die schwingen halt die grosse Kelle. Auf ich ein Buchs, die fünf, die Frust. Ich sehe im Dunkeln und mache die Faust. Am Knicklausengesellschaft aufwicken, mit der Weihnachtsbeleuchtung Sterne Feufi. Thank you.
Karl Kaffnau mit dem Nummer 29 unter dem Tambourmajor Roman Schweizer mit dem Motto Schossen Bock. Die Jäger tun gerne ein Rehli schiessen und nachher ein Weile geniessen. Beim Jassen darfst du nicht schiessen, sonst musst du in saure Äpfel weissen. Zusammen haben sie eins gemeinsam. Schiessest du einen Bock, bist plötzlich einsam. Unser Zunftmeister Andrea, ihr Motto ist wie ein Sechser im Lotto. Das neune Mann in Altishofen haben geschnäffelt, gelacht und gesägt. Lasst euch drum verwöhnen vom Konfetti-Regen.